Hallo, Guys, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold Nuzlocke Challenge Hype! Im letzten Part haben wir die Trailer hier gerackt und Stuff ist geschehen und, wir stehen jetzt vor Frank Bianca, der Arenaleiterin, und ich habe verdammt viel Angst. Aber ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, Leute, passt auf. Ihr Signature Move, ja? Ihr Move, der am meisten zu ihr passt, den sie halt gerne benutzt und den sie auf ihrem beiden Pokémon hat, ist Anziehung. Ihre Pokémon sind alle weiblich, okay? Unsere sind meistens männlich, bis auf Stella. Das bedeutet, sie werden alle davon gerackt, quasi. Und wir wissen, dass Cyrus ziemlich liebesabhängig ist. Pummelhof! Goddammit, Cyrus! Chill! Deshalb habe ich Stella, den einzigen Pokémon, das auf den Kram nicht reinfällt, Verhöhner beigebracht. Damit möchte ich die Anziehung halt umgehen. Verhöhner macht, dass der Gegner nur Eingriffsattacken nutzen kann. Bedeutet, dass Miltank, wenn es dazu kommt halt, kann sich nicht heilen, denn es hat Milchgetränk oder sowas, meine ich, und seine Anziehung nicht benutzen. Das bedeutet, es ist deutlich leichter, es zu töten. Das Problem jetzt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mit Orbus oder so anfange und wir besiegen ihr erstes Pokémon und dann kommt Miltank, dann ist es echt ekelhaft, Stella reinzuswitchen, weil Stella ein Radfratz ist. Die halten nicht viel aus. Ich halt genug aus. Wie auch immer. Das bedeutet, dass Stella ziemliche Gefahr ist. Außer, wir töten das erste Pokémon mit Stella und dann quasi benutzen wir den Verhöhner und switchen aus. Und switchen raus. Eine Heilung oder zwei wird bestimmt nötig sein. Aber ich denke, dass Stella ganz gute Chancen hat gegen das erste Pokémon und gegen das Miltank, dass der Verhöhner da vernünftig hilft. Den Rest werden dann die anderen Boys machen. Dann müssen wir dieses Miltank in 4 Runden besiegen. Das wird super krank. Vor allem hat die Arenaleiterin ja natürlich auch Tränke. Am besten wäre es, wenn sie die beide auf das erste Pokémon benutzt. Ich habe super viel Angst um meine Pokémon. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Aber wir haben gelevelt, wir haben trainiert, wir sind stark, wir sind nur etwas unter dem Level Cap. Es sollte funktionieren. Es sollte funktionieren. Ich habe viel Faith. Bist du bereit, Stella? Stella? Irgendwas riecht ja voll geil. Ja, ich bin bereit. Lass uns kämpfen. Okay, legen wir los. Hallo, ich heiße Bianca. Aber warte mal, Moment mal. Haben wir uns nicht schon mal im Radioturm getroffen? Haben wir... Ja, ja, haben wir. Klar, klar, klar. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Aha. Heutzutage ist jeder ein... Was? Hat jeder ein Pokémon, was? Meines ist aber auch viel zu süß. So süß, dass ich sie am liebsten... Was? Ich fordere dich heraus. Du forderst mich zum Kampf heraus? Ich warne dich, ich bin sehr stark. Es bleibt mir nichts anderes übrig, Frau. Holy shit, das wird ein wahres Massaker. Ich habe Vertrauen in dich, Stella. Solltest doch, ich bin eines deiner stärksten Pokémon. Was den Schaden angeht, definitiv. Hau rein, Stella, wir schaffen das. Du meinst ich. Wir. Wie auch immer. Hyperzahn. Okay, Stella ist auf jeden Fall schneller, habe ich nicht anders erwartet. Der Rückzug ist zwar weg, aber Stella ist ein sehr schnelles Pokémon, aber es outspeedet die meisten Shit. Alter, komm mir nicht mit dieser Scheiße. Holy shit. Ist das nicht diese Attacke, die dieser Schlafsack immer benutzt? Ja, sie kann ziemlich gefährlich sein, wenn wir Pech haben. Ha. Dann hoffe ich mal, dass ich Glück habe heute. Ich hoffe auch. Mimikry. Oh, Stella hat Hyperzahn. Holy shit. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Trank. Ja, ein Supertrank. Der erste. Okay. Mach weiter, Stella. Ja, das hier hat mir noch nicht mal etwas angetan. Schon heilt es sich. Ha. Hyperzahn ist natürlich super stark auf Pipi, weil es einfach ein Normal-Pokémon ist, ein Step hat. Aber ich nehme an, dass es Stella nicht one-hittet. Mach weiter, Stella. Gut. Friss das. Holy shit. Jetzt kommt ihr Hyperzahn. Und? Oh, oh, das ist Schaden. Aber jetzt kommt wahrscheinlich der Heal. Nein. Okay, jetzt kommt der Kill. Holy fuck. Okay, gut gemacht, Stella. Leichtigkeit. Ein Stampfer könnte Stella jetzt besiegen. Das ist echt ein Problem. Moment, ist das mein letztes? Aber ich werde doch nicht verlieren, klar? Oh, Girl, du wirst so verlieren. Holy shit.
Gib nicht auf, Stella! Natürlich werde ich nicht aufgeben. Tja. Teilt ein bisschen Spaß zusammen mit diesem Vieh. Oh, der Stampfer! Stella! Holy shit, nein, vergiss den Verhöhner, das ist zu riskant. Wir könnten Defender einwechseln einfach. Defender ist ziemlich sicher. Aber, ja, okay, das ist das Beste, was wir machen können. Komm zurück, Stella. Was war das für ein Angriff? Los, Defender! Ja! Okay, das hier wird uns nicht viel anhaben können, Defender. Aha! So easy, yeah! Yeah. Ich will erstmal, dass du deine Verteidigung noch mehr boostest, damit wir mit einem Tank auf jeden Fall rauskommen. Einiger. Gut. Ah, dieses Metang. Ah, es ist so wunderschön. Oh nein, das habe ich befürchtet. Was machen wir jetzt? Vergiss den Einiger. Wir müssen voll auf Angriff gehen im Moment. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Ich könnte jetzt wechseln. Ona würde wahrscheinlich einen Stampfer auch ziemlich gut entgegenwirken und Cyrus auch. Ja, ja, ich will kämpfen, ich will kämpfen. Lass ihn doch kämpfen. Und dann bleibe ich mit Defender drin. Aber die Anziehung ist super ekelhaft. Wer weiß, wie anfällig Defender jetzt darauf reagieren wird. Vielleicht bekommen wir das Gift raus. Warte mal. Orbus hat gute Verteidigung an sich. Wir könnten mit Orbus vielleicht das Giftbruder raushauen. Das wäre awesome. Und den Reflektor. Mit dem Reflektor können wir vielleicht Stella heilen. Und sie würde den Stampfer locker überleben. Und so könnte sie den Verhöhner einsetzen. Ja, ja, ich glaube, das mache ich. Okay. Aber zuerst das Giftbruder. Komm zurück, Defender. Oh, geiles Wildtang, ja. Los, Orbus. Ich dachte mir, dass ich hier kämpfen werden müssen. Tun. Irgendwas. Okay. Giftpuder. Das Vieh ist stark. Ich weiß, ich weiß. Ich habe nur noch einen Trank übrig. What the fuck? Das Vieh heilt. Okay, alles klar. Leck mich am Arsch. Fuck. Okay, ganz cool bleiben. Jetzt müssen wir den Supertrank auf Orbus benutzen. Dann nochmal den Giftbruder. Vielleicht trifft der Giftbruder aber nicht. Okay, ich glaube, ich habe eine vernünftige Backup-Strat. Zur Not. Sollte Worst Case passieren. Bedeutet, wir heilen jetzt, kriegen den Stampfer ab. Machen Giftbruder, es trifft nicht, kriegen noch einen Stampfer ab. Dann können wir ja nicht mehr heilen. Zur Not können wir noch Onar nutzen und sein Gena und das Vieh einschläfern. Das wäre viel wert, glaube ich. Definitiv. Oder den Bitterkuss einsetzen. Verwirrung und Schlaf sind beide Effekte, die relativ schnell, also relativ schnell abfallen. Halt nicht mehr wirkungsvoll sind. Am besten wäre mir jetzt wirklich das Gift für den konstanten Schaden, aber... Na gut, wir versuchen's. Orbus, gib nicht auf! Der Grillwurst schön auf dem Grill und ab geht die Post. Ja. Shit, ich schwitze gerade so hart, Leute. Ich habe so Angst vor diesem Biest. Giftpuder! Sorry, ich kann nicht. Nein! Fuck, fuck, fuck! Haben wir erstmal wieder Defender rein? Defender tankt die Scheiße am besten, natürlich, aber... Ich versuch's mit Donar und benutze Bitterkuss. Was? Komm zurück, Orbus. Sorry. Was ist das denn für ein Vieh? Oh Mann, ich wollte doch einfach nur pennen. Benutze den Bitterkuss. Ist das dein Ernst? Ich soll das Vieh küssen, nachdem es mich so stark geschlagen hat? Tu es einfach! Hey, das Vieh sieht gar nicht mal so übel aus. Oh nein! Ich brauch dich jetzt! Weil wenn ich... Jetzt küsse ich das doch gerne. Puh. Okay, cool.
fucking Mittag wurde verwirrt. Greifen wir an oder wechseln wir? Greifen wir an oder wechseln wir? Den Gena möchte ich nicht tun. Noch nicht. Oder? Und er ist verliebt, wechseln wohl er aus. Aber dann kann ich Onar eigentlich nicht mehr benutzen. Weil, nehmen wir an, dass sie benutzt Stampfer, ich wechsle wieder auf Onar. Onar bekommt den Schaden und dann ist Onar ja wieder am Arsch. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb ist jetzt die Möglichkeit, mit Onar etwas zu machen. Vielleicht sollte ich wirklich auf den Sondersensor gehen. Vielleicht lieber auf den Gena. Fuck. Der Sondersensor wird Schaden machen, aber nicht sonderlich viel, glaube ich. Der Gena allerdings schläft das Vieh ein. Das Vieh ist zwar verwirrt, aber es kann, ein Angriff könnte halt immer noch durchgehen. Wenn es schläft, haben wir vielleicht genau das Momentum, um es zu vernichten. Es gibt keine... Obwohl, ich glaube, sie hat noch einen Trank. Scheiße. Der nächste Move muss jetzt gut überlegt sein, Leute. Ja, Schmiltang ist echt gar nicht so übel. Ja, wir sollten hier öfter hingehen. Fuck. Vielleicht ist aber auch der zusätzliche Schaden dann der Schaden, der uns fehlt, um das Vieh zu besiegen. Wartet mal. Der physische Angriff von Defender ist nicht schlecht für das Level. Das ist nicht übel. Er ist einer unserer stärksten Angreifer. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass es an Schaden mangeln wird. Benutzt den Gena, Onar. Okay. Fucking shit. Oh man, das tut voll weh. Oh man. Okay, komm zurück, Onar. Okay. Los, Defender! Fucking Metern. Komm, schlag dich selbst, schlag dich selbst. Nein! Locker decke ich das! Locker tanke ich das weg! Locker, yeah! Benutze die Intensität! Okay! Yeah! Nimm das! Fuck, nicht 6, wir brauchen was Stärkeres! Oh Mann! Versuch's nochmal, Defender! Okay! Oh shit! Ist das besser? Ein bisschen. Noch stärker, bitte. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Ja, immer weiter, immer weiter. Es ist nicht mehr verwirrt. Anziehung. Fuck. Oh, Schmiltang sieht voll toll aus, yeah. Auf einmal liebe ich es wieder. Goddammit, Defender, noch nicht jetzt. Defender, komm zurück. Okay. Los, Cyrus, du wolltest doch unbedingt kämpfen. Yeah! Cyrus ist wieder dabei! Au! Fucking shit. Jetzt ist die Frage, mache ich Schaden oder versuche ich mein Glück mit dem Gift? Gift wäre richtig gut jetzt. Ernsthaft, Gift wäre geile Shit. Cyrus, jetzt gib Stacheleien. Ah, ich hab so etwas überlegt, ich will doch nicht kämpfen. Der große Cyrus ist zu stark dafür, das wäre, nicht so gut. Fucking shit. Gut, komm zurück. Los, Defender! Jetzt ruht alles auf dir. Darling, hast du mich vergessen? Ich kann auch einiges anstellen. Ryan, das ist zu gefährlich, du hast zu schlechte Verteidigungswerte, oder? Darling, ich bitte dich. Ja, zu schlechte Verteidigungswerte. Defender, Intensität! Ja, cool! Intensität 7, okay, okay. Fucking super Tank. Nimm das, ja! Oh Mann, diese scheiß Anziehung, ey. Das Mühltank, cool, ja, lecker!
versuch's. Komm schon, Defender, ich glaube an dich, du musst angreifen. Du musst über der Liebe stehen, komm schon, Mann. Oh, das Mädchen ist so geil. Aber ich sollte lieber was machen. Oh, boy. Intensität 9, Hype. Komm schon, ich brauche nochmal so einen Angriff. Ich weiß nicht so. Oh, Defender, komm schon, Mann. Oh, das geile Mittelteil, ey. Oh, Mann. Ein Stampfer überlebt Defender noch. Ein Stampfer überlebt Defender noch, wenn ich nicht ganz AIDS habe. Fuck. Versuch's, Defender. Intensität. Okay. Aua. Ich sterbe. Aber das Mädchen ist schon geil. Oh, Mann. Oh, fuck. Was tue ich jetzt? Fuck, fuck, fuck. Entschuldige fürs Fluchen. Fuck. Darling. Ich muss wechseln, sonst ist Defender tot. Aber egal, auf was ich wechsle, es wird sterben. Außer Ryan. Aber hält Ryan 3 Angriffe aus? Darling. Na komm, lass mich dir helfen. Okay, Ryan. Die Hoffnung dieses ganzen Kampfes beruht auf dich. Also, wir zählen alle auf dich. Wenn du versagst, werden Pokémon sterben. Oh, Darling, jetzt überdramatisier doch nicht alles. Das ist ganz einfach. Ich werde es dir zeigen. Okay, Ryan. Ich vertraue auf dich. Komm zurück, Defender. Okay! Aua! Los, Ryan. Nun, Darling, ich hab gehört. Du bist eine große Plage für mich und meine Freunde. Genau! 50% Schaden! Leck mich! Aua. Ich kann nicht wechseln. Vielleicht setzt es jetzt Einziehung ein oder so. Ich weiß es nicht. Ich brauche den Damage, Leute. Das ist wichtig. Verdammt. Ich kann nicht wechseln. Das ist keine Option. Aber wenn ich nicht wechsle, stirbt Ryan möglicherweise. Fuck, was mache ich nur? Darling, ich bin doch schneller als eine Kuh. Vielleicht kann ich genug Schaden machen, damit die anderen es beenden können. Ryan, du wirst sterben, wenn ich dich drin lasse. Die anderen werden sterben, wenn du sie reinholst, Darling. Und sie haben keine Chance zum Angriff. Versuchen wir es. Ich habe ein gutes Gefühl. Ryan, Mann. Du könntest sterben und trotzdem bist du so furchtlos. Ich fühle mich heute glücklich, Darling. Ich fühle, als wäre das Glück auf unserer Seite. Na gut. Okay, Ryan. Konfusion. Gut, Darling, ich höre dich. Das Vieh ist schneller! Ryan! Oh, ich bin doch nicht schneller als eine Kuh. Nein! Oh nein, Ryan! Es tut mir so leid. Darling, es ist... okay. Fuck! Mann! Ryan ist unser schnellstes Pokémon. Wisst ihr, was das bedeutet? Alle anderen sind langsamer als diese Kuh. Was machen wir jetzt? Endet das echt jetzt hier schon? Oh mein Gott. Okay, habe ich das auf die leichte Schulter genommen? Hätte ich mehr trainieren sollen?
Ein bisschen mehr Training und Stella wäre vielleicht schneller. Ich schick sie doch alle nur in den Tod. Was soll ich tun? Fuck. Stella ist nicht schneller. Das bedeutet... Hätte ich den scheiß Rückzug gehalten, aber der würde nicht reichen. Der würde einfach nicht reichen. Vielleicht benutzt das Vieh jetzt Anziehung oder so. Deshalb sollte ich Stella auf keinen Fall losschicken, weil dann würde es bestimmt keine Anziehung machen. Och, das ist doch alles Bullshit. Moment mal, warte kurz. Das hat Walter eingesetzt, das hat getroffen. Das bedeutet, es ist gefangen in seinem Walter, nicht? Das heißt, Orbus rauszuschicken wäre jetzt echt ekelhaft. Defender hält das nicht mehr aus. Oh na, vielleicht. Nein, als ob. Scheiße. Wie besiege ich dieses Vieh jetzt? Klar, ich habe jetzt diesen Safe Switch quasi, aber... Niemand ist schneller als Ryan! Ich bin mir doch ganz sicher... In der 33, 22, 13, 18, 15, 31. Leck mich. Scheiße. Als ob Onna den zweiten Walzer aufhält. Vielleicht verfehlt er ja. Oh Mann. Scheiße, ich hab doch keine Ahnung, Mann. Egal, was ich jetzt mache, alles ist ein Fehler. Kacke. Los, Onna. Wurde es doch langsam ernst, ja? Alter. Und jetzt? Oh, ich warte auf deinen Befehl. Wenn das Vieh verwirrt ist, sich selbst noch Schaden macht, könnten wir vielleicht... bei Gena... wäre es am Schlafen uns. Falls sie überhaupt durchkommen. Oh Mann! Vielleicht sollte ich auch einfach nur angreifen. Oh na, geh, wie du noch nie gegähnt hast. Nein! Es hat einfach getroffen. Ja, endlich kann ich schlafen. Es tut mir leid, Onna. Los, Cyrus. Ich wollte doch nicht mehr kämpfen, aber... Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Kratzer. Okay. Ja!
Fuck, das hat viel zu wenig Schaden gemacht. Es ist eigentlich sehr dumm, Cyrus jetzt rauszuschicken. Vielleicht bekommen wir dann das scheiß Gift. Ich meine, es gibt ja fast keinen Unterschied zwischen Kratzer und Giftstachel in diesem Moment. Sternschau ist allgemein schwächer, weil Cyrus dann einen schlechteren Spezialangriff hat. Cyrus, Giftstachel. Okay, nein! Oh Mann! Ich wollte doch nur... Nein! Los, Stella. Es ist für den Tod von so vielen verantwortlich. Ich werde es zerstören. Gib dein Bestes, Hyperzahn! Nein! Es war schneller! Nein! Oh Mann. Los, Defender, halt durch! Bitte! Intensität! Irgendwas! Ah! Okay! Orbus. Uns bleibt nichts mehr. Besonderer Bund zwischen dir und deinem Pokémon. Ich werde die meisten Leute enttäuschen mit der Wahl, die ich jetzt mache. Aber es gibt einen Starter. Einen Starter, der in der ganzen Pokémon-Geschichte einfach keine Liebe erfährt, Leute. Dieser Starter, man sagt nur, ja, das ist voll schwer, weil du den Starter nimmst. Oh, der Starter ist voll scheiße. Oh, der Starter ist richtig beschissen, Alter, den nehme ich nie. Der Starter ist für kleine Pussy, der ist voll kacke. Und Leute, diesen Starter werden wir heute nehmen, denn jedes Pokémon braucht Liebe. Außerdem mag ich den Artwort. Außerdem mag ich auch die Pokémon. Deshalb nehmen wir keinen Feuerriegel, kein Kanimani. Wir entscheiden uns wieder einmal für das legendäre Pflanzen-Pokémon. Diesmal für Endivia. Willkommen, Endivia! Unsere gesamte Reise, unsere Kämpfe, unsere Freundschaften, die Gefahren, denen wir getrotzt sind, Team Rocket, Silver, die Arenaleiter. War das alles umsonst? Die gestorben sind, war ihr Opfer umsonst? Wird es hier enden? Besiegt von einer Kuh? Es tut mir leid. Verdammt! Es gibt keine andere Möglichkeit. Nein. Außer es verfehlt und wir können die Synthese rausholen. Vielleicht reicht auch ein Rasierblatt. Aber ich weiß es nicht. Orbus! Das ist vielleicht der letzte Befehl, den ich dir geben kann. Versuch dich selbst zu heilen. Oh nee, ey. Jetzt ist das Mildtang auf einmal so geil. Oh. Synthese, yes! Okay, okay. Nun, Orbus, Rasierblatt mit allem, was du hast! Okay. Aber das Mildtang... Bitte, bitte! Oh Mann! Das Mildtang ist so wunderschön! Nein! Orbus, Rasierblatt, komm schon! Nimm das! Bitte, reich, bitte! Nein! Orbus, Rasierblatt! Okay, jetzt aber! Ich werde dich nicht enttäuschen! Oh Mann, das Mildtang, es ist so schön! Ja, reicht es? Oh mein Gott! Orbus, du hast es geschafft! Oh Mann, aber zu welchem Preis? Oh nein! Ich lebe noch! Geil! Oh yeah! Alter! Oh mein Gott! Orbus!
wahrer Held. Ja, aber mein Grillmeister herausfordert, muss man mit den Konsequenzen rechnen. Orbus. Du bist ja so gemein. Du hast gerade fast mein komplettes Team ausgerottet, du Bitch. Fick dich. Stella, oh na, Cyrus, Defender, Ryan. Es tut mir so leid. Orbus ist immer noch kurz vorm Umkippen. Lass uns zum Pokémon Center gehen, Dekra. Dann grillen wir ein paar Würstchen, ja? Ja, gehen wir. Oh je, jetzt hast du Bianca zum Weinen gebracht. Aber keine Sorge, irgendwann gibt sie schon wieder Ruhe. Sie weint immer, wenn sie verliert. Ich auch. Hey, ich brauche noch meinen Orden. Was ist? Willst du noch irgendwas? Einen Orden. Oh, du hast gern deinen Orden. Tut mir leid, das hätte ich vergessen. Hier hast du den Barsorden, den du so unbedingt wolltest. Fick dich, Bianca. Die Challenge wäre einfach fast verloren. Wegen dieser ekelhaften. Der Barsorden erlaubt es dir, auch außerhalb des Kampfes die Attacken stärker einzusetzen. Und hier, es gibt's gerade dazu. Leck mich mit deinem Scheiß. Darin befindet sich Anziehung. Oh, diese Scheißattacke der Hölle. Ach übrigens, in der Nähe des Nationalparks. Halt die Fresse. Geh mir aus den Augen, du Bitch. Tut mir leid, Leute, aber ich bin gerade etwas pisst. Boah. Ich bin gerade so dankbar, dass Orbus es geschafft hat. Und trotzdem so traurig, dass wir so viele verloren haben. Das ganze Team ist einfach zerstört, außer Orbus. Alter. Mann. Ach, scheiße. Anziehung hätte ich übrigens Ryan beigebracht. Die Challenge ist noch nicht vorbei. Noch haben wir nicht völlig versagt. Aber es fühlt sich so sehr nach Versagen an. All diese wundervollen Pokémon sind einfach tot, weil ich nicht gut genug gespielt habe eigentlich. Ich hätte vielleicht eine andere Strategie eingehen sollen. Ich hätte irgendwas besser machen können. Bestimmt, einiges sogar. Ich hätte direkt in die Offensive gehen sollen mit ach, fick ist es. Ryan, du warst immer eins meiner lebensfrohesten Pokémon. Es tut mir so leid, dass es so enden musste. Du bist scheinbar glücklich gestorben, du hast ja gesagt, dass Glück auf deiner Seite ist. Aber ich glaube eher, dass du Orbus gemeint hast, dass das Glück auf seiner Seite ist. Ich danke dir für alles, was du für unser Team gemacht hast. Ruhe in Frieden. Cyrus. Du bist noch nicht lange dabei. Aber du wolltest unbedingt kämpfen. Dein Kampfeswillen war mir sicher. Du hast alles gegeben und du wolltest nicht mehr kämpfen. Doch ich sah keine andere Wahl, als dich in diesen Kampf rauszuschicken, in deinen Tod. Du hast dich wacker gehalten. Du hast letztendlich mit so wenig KP trotzdem noch einen Treffer landen können. Dein Tod ist so sinnlos. Es tut mir furchtbar leid. Ruhe in Frieden. Auch wenn du
die ganze Zeit schlafen wollte, die ganze Zeit keinen Bock auf gar nichts hatte, die ganze Zeit... die ganze Zeit am liebsten pennen würdest und mir das etwas auf die Nerven ging. Tut es mir trotzdem furchtbar, furchtbar leid, was geschehen ist. Du warst ein sehr, sehr mächtiges Pokémon. Und trotzdem bist du in diesem Kampf gestorben, durch meine fehlerhafte Strategie. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, dass das nicht wieder gut machen kann, aber... jetzt nörgelt dich keiner mehr an, wenn du versuchst zu schlafen. Ruhe in Frieden. Danke für alles. Defender, du hast uns beschützt bis zum letzten Augenblick. Deine Verteidigung haben wir es verdanken, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und deinen Steinattacken. Mir war klar, dass ich nie das volle Potenzial aus dir holen könnte, da du dich auf eine sehr spezielle Weise entwickelst. Aber trotzdem, ich habe so gehofft, dass du bis zum Ende dabei sein wirst. Ich war mir sicher, du bräuchtest keine volle Entwicklung, um ein gutes Teammitglied zu sein. Dessen bin ich mir immer noch sicher. Allerdings habe ich dich quasi in den Tod geschickt, indem ich dich mit so wenig HP einfach in den Kampf geschickt habe. Obwohl es eigentlich ziemlich sicher war, dass du stirbst. Ich habe gehofft, dass der Gegner verfehlen würde, doch ich war ihm nah. Es tut mir furchtbar leid. Ruhe in Frieden und danke für alles. Stella. Wie soll ich sagen? Du warst ein sehr, sehr wichtiger Teil dieses Teams. Dein Temperament und deine Aggression gegenüber unseren Feinden war die Stärke, die wir gebraucht haben. Ich habe dir eine Fähigkeit beigebracht, doch konnte ich nicht zulassen, dass du sie benutzt. Letztendlich habe ich dich nur verkrüppelt für den letzten Kampf. Es tut mir furchtbar leid. Ich bedanke mich für alles, was du je für uns getan hast. Ruhe und Frieden. Oh Mann, Leute, das tut richtig weh. Na dann. Wir werden das Nidoran reintun. Gustav, das Raupi besser gesagt, und dieses Radfratz. Ich werde bis zum nächsten Part alle trainiert haben. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.